Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Hardware-Test bei Hall of Gaming. Wir haben von Tesoro die Durandal eSports in der Limited Edition bekommen. Schaut euch das gute Stück mal an. Gut, Verpackung, ne? So. So, das ist der Inhalt. Sieht schwarz aus, ne? Egal, raus damit. So. Kabel, ganz viel Kabel. So. Ja, die Handballenauflage. Auch in einem schönen Aluminium. So, was haben wir noch da drin? Einmal CD. Steck mal wieder rein hier. So, was haben wir hier noch? Gleich auf. Ah, noch so eine kleine, ja, was soll ich sagen? Ein paar andere Produkte, wo vorgestellt werden. Brauchen wir nicht. So, und dann die Schnellstartanleitung. Brauchen wir jetzt aber auch nicht. So, das auch mal weg hier. Sieht aber auf jeden Fall schön aus. So ein kleines freches Gesicht. Geh wieder zu. Egal. So, Plastik weg. Verpackung. Stell nochmal dahin. So. Sieht auch gut aus. Gut, die Tastatur. Schlicht und schwarz gehalten, aber mit dieser gebürsteten Aluminium-Optik. Und das Raudeblech hier an der Seite macht das Ganze halt echt noch ein bisschen sportlicher. Hier oben ist dann auch noch die Anzeige für Shift und so, eine ganze Großschreibung. Hier hinten sind die ganzen USB-Ports, zwei Stück, Audio und Mikrofon. So, so sieht's doch schon mal ganz gut aus. Na, hinten. Ich muss sagen, die Gummierung hier unten ist ziemlich gut. Rutscht nicht wirklich. Kann man mal demonstrieren hier, so. So, steht. Ja, hier noch die kleinen Füßchen zum Aufklappen. Sind auch nochmal gummiert. Ist ganz gut. So, mit einem schönen Tesoro-Schriftzug. Die Handballenauflage hin. Geht auch ganz einfach. Kurz hin. Und das war's. Ist auch ziemlich stabil. Ganze Kabel hier. So. Kann man sich schön drauf abstützen. Na, die Füße jetzt hoch noch. Brauchen wir schon. So. Das Kabel hier noch. Ist natürlich alles schön goldiert. Gut. Ich würde mal sagen, ich schließe das gute Stück jetzt an und dann sehen wir uns gleich. So, nachdem wir es jetzt angeschlossen haben, leuchtet es ja auch ganz schön rot hier. Ist auch in vier verschiedenen Stufen einstellbar. Das zeigen wir. So, ganz aus. Stufe 1, naja, ein bisschen sichtbar. Stufe 2, geht schon wieder. Stufe 3 ist natürlich das hellste. Dann kommt es auf Stufe 4, ist pulsierend. Müsst ihr euch mal anschauen. So. Und jetzt ist aus. Und jetzt geht's wieder an. Wer es braucht, also gut. Geschmackssache. Okay. Hier oben seht ihr jetzt auch noch so ein schönes Tesoro-Logo. Da die ganzen kleinen LEDs. Ist natürlich alles richtig stilvoll, muss ich sagen. Hier mit dem Tesoro-Logo. Gut. Die macht auf jeden Fall ziemlich vielen Tastaturen Konkurrenz. In dem Preisverhältnis, ja, doch auch, muss ich sagen. Ist richtig schön. Auf jeden Fall eine richtig gute Kaufempfehlung. Wer es sich holen will. Wie gesagt, das ist eine Limited Edition. Schlag zu. Nee, auf jeden Fall. Richtig schön.
Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und man sieht sich nächstes Mal.